Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Rohstoff TV direkt von der Edelmetallmesse für Sie. Und hier bei mir Fondsmanager Dr. Thorsten Denin, der nun bei Linkeus Capital arbeitet und auch die Firma sein eigen nennt. Und Sie kennen ihn noch von Tiberius von früher. Ein geschätzter Freund und Top-Experte, wenn es um die Rohstoffe geht, die Metalle geht, um die Energiemetalle und Öl. Und wir wollen uns genau über diese Dinge unterhalten. Thorsten, schön, dass du da bist. Ja, danke Jochen für das Lob. Ja, gerne du. Ist Ehre, wem Ehre gebührt. Lass uns gleich reinspringen. Linkeus Capital erstmal. Du hast dich, ja, wie soll ich sagen, selbstständig gemacht. Was hast du da aufgelegt? Ja, ich habe einfach gesagt, das, wo ich die ganzen Analysen zu schreibe, 15 Jahre Rohstoffmarkterfahrung, das muss man mal gezielt auch in ein Produkt gießen, wo man auch mit seinem Geld dahinter steckt, was man nach vorne an Analysen verfasst. Und unter dem Aspekt habe ich gesagt, ich möchte was Neues machen. Ich habe Rohstoffe eher etwas umfassender im Ansatz umgesetzt, also nicht nur die Rohstoffe an sich, sondern auch die Rohstoffunternehmen, auch die Anleihen von Unternehmen. Das heißt quasi einen multiplen Asset-Class-Ansatz im Rohstoffbereich. Und das gibt es meines Erachtens in dem Sinne noch nicht. Ja, und mit dem Ansatz, Geld zu verdienen. Also nicht zu sagen, wir wollen einfach wieder Rohstoffmarkt laufen, sondern eher unter dem Absolute Return-Gesichtspunkt. Genau, also gescheite Outperformance. Was hast du denn bisher so geleistet, wenn ich fragen darf? Ja, ich habe die Firma vor anderthalb Jahren gegründet und dieses Quartal bin ich mit einem eigenen Produkt bereits rausgekommen. Seit Jahresanfang liegt die Produktperformance bei etwas über 50%, also nicht 1,5, sondern 5,0. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man wirklich auch größere Investments in einen Themen fährt und nicht nur diese 2,5 oder 2,6%, was man normalerweise im Publikumsvorbereich macht. Genau, super. Setzt einen Haufen Research voraus, aber das hast du, du hast das Wissen dazu. Wünsche ich weiterhin alles Gute damit. Hört sich schon mal toll an, ehrlich gesagt. Toll. Super. Lass uns reinspringen in Öl. Was ist denn am Ölmarkt los? Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und Erdgas vielleicht auch noch gleich dazu. Ja, der Energiemarkt als solches ist natürlich jetzt im Verhältnis zum ganzen Jahr schon eher enttäuschend in der Entwicklung. Aber die letzten Wochen waren bei Öl schon interessant. Also gerade die wieder koordinierte Aktion OPEC und Russland, ich nenne es immer ganz gern die Zentralbank des Ölmarktes, beschließt einfach den aktuell immer noch überversorgten Ölmarkt weiter zu stabilisieren. Und das hat schon gereicht, um das europäische Öl wieder über die 60 zu heben. Meines Erachtens schon ein sehr anspruchsvoller Preis dafür, dass der Markt überversorgt ist. Und das WTI, das zieht schon hin. Die Amerikaner fördern fleißig, exportieren fleißig. Ich sag mal, auf dem Preisniveau sind wir eher schon ein bisschen toppy. Ich sehe so diese Range 45 bis 60 Dollar, vielleicht einen Tick drüber, als realistisch an. Okay, jetzt hast du mal gesagt, Erdgas könnte interessant werden. Habe ich das vorhin richtig verstanden? Könnte, also wird definitiv, glaube ich, wenn wir in den Winter schauen. Also es ist sehr selten, dass wir in die Wintersaison gehen in den USA. Wir gucken ja auf die lokalen Erdgasmärkte. Da sind wir auch mit Kanada und USA sehr gut verknüpft. Und dass wir in die Wintersaison gehen mit einem Erdgaspreis von unter 3 Dollar, sehr, sehr selten. Weil jede einbrechende Kälte kann schnell die Nachfrage nach oben schießen lassen. Und man ist bei Erdgas, wir sind aktuell so knapp bei 2,90 Dollar MMBTU. Das kann ganz schnell mal zu einer 3,20, 3,30 bis hoch zu einer 3,60 spiken. Prozentual ist das äußerst interessant. Und das Feld ist ja die Zwischentechnologie. Ja, das Erdgas als Zwischentechnologie, bis die Umstellung zu alternativen Energien wirklich standhaft ist. Okay, super. Lass uns von den Energierohstoffen oder Energiestoffen zu den Energiemetallen mal rüber switchen. Ich hatte vorhin schon einen interessanten Interviewpartner, der gerade aus China zurückkam und über Lithium und Kobaltnachfrage berichtet hat. Das muss ja wirklich abgehen ohne Ende. Wie spielst du das bei dir oder wie siehst du das? Ja, ich glaube, das ist eine sehr interessante strategische Entwicklung. Ich habe das heute auf der Rohstoff- und Edelmetallmesse auch in einem Vortrag als Schwerpunktthema gewählt, weil einfach der langfristige Aussicht, es spricht sehr viel dafür, dass wir am Anfang einer wirklich expandierenden, exponentiell sich entwickelnden Nachfragesituation stehen. Ja, das kann für ein paar Jahre wirklich noch dahin dümpeln in der Beziehung. Das heißt, die Volatilität ist da. Aber dass wir plötzlich von den Metallen weg von Öl, ja, dass wir weg von der Ölnachfrage bei Benzin, bei Jetfuels hin zu eher Metallen getrieben kommen, diese Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Ja, also gerade das Lithium, Kobalt, Kupfer etc., ne, wahrscheinlich. Ja, also die traditionellen Metalle braucht man da gar nicht in den Schatten zu stellen. Volumenstechnisch ist die Nachfrage nach Nickel und nach Kupfer ja auch sehr positiv übertroffen. Die UBS hat ja eine sehr schöne Studie veröffentlicht und gesagt, welche Metalle sind betroffen.
weil alle sprechen immer von Lithium und von Tesla. Aber es ist neben Lithium vor allen Dingen halt auch Kobalt, wie du sagst. War auch ein erster Indikator, nachdem der Kobaltpreis mal die 50.000 US-Dollar getroffen hat. Aber auch das Battery-Grade-Nickel, also das hochgradige Nickel für Batterien, ist angesprungen. Mal 5%, mal 7% am Tag, ist aber noch weit von Levels entfernt, die fair sind für diesen Bereich. Und auch andere Metalle. Aber du hast auch Verlierer auf der Metallseite, beispielsweise die Platin-Gruppenmetalle oder auch Stahl, also Eisenerz. Es geht vom Volumen eher leicht zurück. Ja, interessant. Ja, ich meine, es ist der E-Mobilitätsmarkt, will ich es mal nennen, steht ja erst am Anfang. Wir sind ja eigentlich noch in den Kinderschuhen. Würdest du schätzen, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, Neuzulassungen von PKWs vor 10 Jahren, unabhängig von Benzin und Diesel, was wäre deine Schätzung, wo wir da liegen? Auf Jahresbasis? Ja, alle absoluten zugelassenen Fahrzeugen in Deutschland vor 10 Jahren. Oh, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist aber auch genau zutreffend, null. Okay. Nicht nur null Ahnung, es sind fast null Fahrzeuge. Ja. Es sind genau, ich glaube, 8 reine Elektrovehikel gewesen, also wirklich für die Freaks, so meine ich das. Genau. Und jetzt waren es 38.000 Anträge, sind, glaube ich, jetzt allein eingegangen dieses Jahr für die Fördergelder. Kam im Radio gestern. Letztes Jahr waren es dann 11.000 Umgesetzte. Also es kommt von ganz geringer Basis, das ist genau dein Punkt. Du kommst quasi von null, es geht auf 10.000, das ist nichts. Aber wir gehen halt mal auf 20, 30 Millionen Fahrzeuge auf Sicht der nächsten Jahre. Ja, ich meine, das Center for Automotive Research prognostiziert ja für 2025 75 Millionen E-Autos auf den weltweiten Straßen. Also schon ein Wort. Ja, und ich glaube, was auch bahnbrechend war, dass auch die großen Ölgesellschaften langsam aufgewacht sind. So eine Royal Dutch ist ja in dem Bereich riesig unterwegs. Ja, also das ist hochinteressant. Die sind sogar in der Wasserstoffallianz dabei. Ja, also das ist schon lustig. Die Tür offen, ja, richtig. Genau, die machen das auch richtig. Lass uns zum Abschluss noch auf die Edelmetalle vielleicht kurz kommen, weil Gold, Silber ist ja trotz allem preistechnisch ein bisschen ein Trauerspiel. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, wir sind kurz davor, dass da was passiert. Ja, ich habe es heute in einem Vortrag so formuliert, Edelmetalle sind der Fels in der Brandung. Der Fels bewegt sich auch nicht, ja. Also es ist nicht gestiegen. Ich glaube, letztes Jahr waren wir auch hier und wir haben über knappe 1.300 im Goldpreis gesprochen, 1.280. Wo stehen wir heute? Knappe 1.280. Wir haben zwar zwischenzeitlich so meine Prognose fast erreicht. Ich habe gesagt, 1.400 sehe ich für den Goldpreis für dieses Jahr. Wir sind auf 1.380 hochgelaufen. Ich denke, die 1.400 von der jetzigen Basis ist auch ein guter Indikator für nächstes Jahr. Das wäre schön, ja. Ja, trotz des Rückenwindes. Sagst du das Silber noch 25, dann bin ich zufrieden. Also ich wäre so weit gegangen, zumindest über 20 zu sagen in der Folge. Das heißt, wir haben einen moderat positiven Ausblick für Gold und Silber, trotz Dollar, trotz Zinsen, weil einfach Jochen selber auf die Schuldensituation in der Welt. Wir haben weltweit ein Multiple von 300% auf die Wirtschaftsleistung, was Verschuldung angeht. Die Schulden in Europa, in USA, in China, alle 250% vom GDP, wenn du die Unternehmen, die privaten Haushalte und die Governments, also die Regierung dazu zählst. Ja, und es ist einfach es ist eine ungesunde, längerfristige Entwicklung. Und ich sag mal, das Experiment der expansiven Geldausweitung schrittweise zurückzuführen, das ist noch nie probiert werden. Und der Sicherheitsanker Gold, noch bewegt er sich nicht, aber ich denke, trotz der steigenden Zinsen hat Gold wirklich glänzende Aussichten hier. Ja, und wie es so ist, das ist ein schönes Schlusswort, es wird auch nicht geklingelt, wenn es losgeht. Super. Thorsten, ich danke dir ganz herzlich, wie immer, fundierter Überblick, ich freue mich und hoffentlich bist du nächstes Jahr bei der Rohstoffnacht wieder dabei, das wäre auch sehr schön. Ich würde mich sehr freuen, vielen Dank. Super, ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, das war Dr. Thorsten Denin, Geschäftsführer und Gründer der Linkeus Capital AG aus Zug in der Schweiz, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und ja, er hat ein tolles Zertifikat aufgelegt, hochspannend, er managt wirklich hier ein Zertifikat, einen Fondsansatz, der so bisher noch nicht da ist, wirklich, er betrachtet alle möglichen Assetklassen im Rohstoffbereich und hat bisher eine tolle Performance von 50% hingelegt. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber man darf auch mal sagen, wenn jemand gute Arbeit leistet, darf man es ruhig auch mal sagen, würde ich behaupten. Und er ist positiv natürlich, klar, für die Energiemetalle. Öl ist ein bisschen toppy, wie er zu sagen pflegt. Und Gold und Silber wollen wir hoffen, dass nächstes Jahr dann wirklich mal ein bisschen, ja, der Knoten platzt und die Chance wieder richtig läuft. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss aus München.